So Leute, heute ist der Öffnungstag vom AquaGrow Shop hier in Essen. Das ist jetzt gerade der geheime Hinterhof hier. Ich bin relativ spät dran, die meisten sind schon da. Das heißt, ich werde auch das letzte Becken heute machen. Wir hatten leider vorher noch was zu tun, deshalb war ich nicht den ganzen Tag da. Aber wir gehen jetzt erstmal rein und schauen uns das Treiben an. Also ihr könnt schon sehen, hier drin ist ordentlich voll, so wie erwartet. So soll es natürlich auch sein zu einer Öffnung. Und die meisten Becken sind jetzt auch soweit schon fertig eingerichtet. Das erste wird jetzt gerade befüllt da hinten. Und ich werde später erst mit meinem anfangen. Ich zeige euch gleich, was ich hier noch machen werde. Aber wir gucken mal, dass wir gleich auch noch so ein paar Stimmen einfangen von denen, die hier sind und von denen, die auch was gemacht haben. Das ist mein Terra 30, das habe ich jetzt heute hier zur Eröffnung von AquaGrow aufgebaut. Ich habe eingesetzt, ich glaube Ironwood heißt es, oder? Ja. Dann Mini Landscape Stone, viele kleine Akzente, den Colorado Sand, hinten im Hintergrund Tropica Soil. Dann von der Bepflanzung habe ich auf ein ungewisses Moos gesetzt. Das haben wir in Beuteln geliefert gekriegt, da weiß ich nicht, was es genau ist. Dann habe ich ein bisschen Riccia Fluitans hier vorne auf den Ästen drauf. Okay, mutig. Mal gucken, ob es klappt. Ja, ich muss es ja nicht pflegen. Dann viele verschiedene Busse für Landgras, einen terrestrischen Farn, Anubias dazwischen, Monte Carlo, Eleocaris als Akzent. Und ja, das ist eigentlich, ja gut, im Hintergrund ist noch eine Ludwigia palustris und auch ein bisschen eine Brasiliensis, wie heißt es wieder? Lilaopsis Brasiliensis, genau. Ich finde es gut, also die Wurzeln stehen schön raus, vor allem die Akzente, das gefällt mir sehr, sehr gut, dass das halt mit den Steinen gut läuft, dass das mit den Wurzeln gut darüber läuft. Das ist schön geworden. Dankeschön, das freut mich. Danke. Wow, viel Holz zerbrechen. glaube ich. Natürlich haben wir schon bei Enak gesehen. Genau. Das wusste ich auch wieder da. Und jetzt hast du wieder ein kleines Nanobecken gemacht. Ja. Was hast du gemacht? Ja, diesmal ein 30er Cube. Und zwar haben wir in der Mitte eine große, wirklich zusammenhängende Wurzel. Ich wurde halt schon ein paar Mal gefragt, das ist wirklich nur ein Stück. Hätte ich nämlich jetzt auch gefragt. Ja, was nur ein Stück? Nee, ist tatsächlich nur ein Stück. Ich meine, deine Mutter kann sich auch umtauschen. Dazu haben wir ein bisschen Seegebirge. Strategisch ein bisschen platziert, genau. Und dann habe ich die Wurzel mit Pusulfalandras gepflanzt. Die Wurzel hat so schöne Rillen und Riefen, wo man die so schön rein klemmen konnte. Und deswegen war klar, dass das wird. Ja, und dann habe ich versucht, noch so ein bisschen grasartige Pflanzen reinzupacken. Und ich dachte, wenn man schon ein nicht rundes Blatt irgendwie hat als Hauptpflanze oder Centerpiece, wollte ich das so ein bisschen ergänzen. Und vorne habe ich noch versucht, einen Eleocaris-Teppich anzulegen und dann sind wir mal gespannt, wie es sich so entwickelt. Ja, das ist ja schon gemein. Ab und zu kommst du nochmal vorbei, guckst du dir nochmal an. Ja, auf jeden Fall. Ich wohne in der Nähe, also warum nicht?
auch am Start. Servus. Und Sascha hat nämlich auch eins der größeren Becken hier gemacht. Ja. So, sag mal, was hast du da drin? Da ist schwarze Minilandschaft drin. Schwarze, ja. Und ja, das ist Monte Carlo. Ich weiß gar nicht, was ich alles reingeballert habe. Alles, was da war. Ja. Und wieder so schön canyonmäßig, so in die Mitte, ne? Genau, sollte ein Stein leer werden, weil du was Steiniges diesmal. Hast du das hinten, hinter den Steinen auch nur mit Stein hochgezogen? Oder? Nur mit Stein, ja. Okay. Ist halt ein Standardbecken, also ein nachgebautes Standardbecken mit einem Steg drin, dass man halt auch sieht, dass man mit normalen Becken halt ein Aquarium hat. Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Die Stege sind mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber klar, ja, ja. Könnte schon eine Abdeckung drauf. Theoretisch schon, ja. Theoretisch ja. Ja, cool. Habe ich meine Aufschüttung provisorisch hinten mit ein paar Steinen kaschiert, ne? Ja. Um das höher zu bringen. Und habe dann mit dem Zoll gearbeitet, von oben nach unten. Habe dann versucht, ja, so ein bisschen den 3D-Effekt rüberzubringen. Ne? Das hast du auch nur hinten Zoll, vorne dann nur den. Genau, dass das so abfallend runterkommt. Ne? Ich habe erst kurz überlegt, ob ich noch diesen braunen Sand nehme, aber das wäre vom Kontrast, glaube ich, zu viel gewesen. Ja, so habe ich gearbeitet. Also von hinten nach vorne, dass es so wirkt wie so ein Flussbett, ne? Und dass es natürlich rüberkommt. Ja, nicht so strukturiert, ne? Manche das so halt so, dass es so ineinander übergeht. Das passt vor allem auch gut mit der Wurzel, weil die Steine das wirklich gut im Spiel. Ja. Das ist auch sauber eingepasst dann in die Steine und losgefasst. Ja. Also große, kleine, hinten habe ich drei große genommen und dazwischen nochmal kleine gesetzt, um die Lücken zu füllen und dann dementsprechend die Pflanzen platzieren, ne? Damit die Lücken geschlossen sind. Ja. Ich hoffe, das verwächst alles richtig schön. Ich habe sowas Ähnliches zu Hause bei mir gemacht. Okay. Das sieht wirklich aus wie so ein kleines Flussbett. Ne? Du kommst rein in die Diele und denkst so, oh krass. Okay. Also dieser Effekt kommt auch so. Und ich hoffe, das kommt hier, wenn die Pflanzen gewachsen sind. Ja, gerade mit dem Moos, wenn das runterbaut, ja, schön ja, mal die ja. Wurzeln. Ne? Genau. War das eine Wurzel oder sind das mehr? Das ist eine Wurzel. Das ist schon geil. Also das war wirklich nur dieses lange Stück ja. Und dann dieses Gewellte. Cool. Der Moritz wollte mir ja die andere erst andrehen, aber nein, da habe ich mich dann anders entschieden. Ich hatte noch eine zweite, die ich kombinieren wollte, aber das wäre zu viel gewesen, weil dann kämen die Steine, glaube ich, nicht so gut rüber. Ja. Und Tono ist auch wieder da und Tono hatte das größte Becken hier zu machen. Und ich muss sagen, ich war ja überrascht, dass du das gemacht hast. Ich auch. ging mir ganz ähnlich. Ehrlich gesagt, weil kein anderer wollte die Feiglinge. Ja, das kann auch sein. Ist tatsächlich so gewesen. Und da Aquascaper ja nett sind, die nichts können, kriegen immer das größte Becken. Und deswegen, eigentlich super spannend natürlich deswegen. Ja. Ist ja tatsächlich nicht meine Größe. Und doppelt spannend, weil es sind überhaupt nicht meine Pflanzen. Ja, okay. Und da sind, ne, ist so ein bisschen, das ist das prominenteste Becken im Raum und das muss ein Raumteiler werden. Mhm. Also eigentlich hast du mindestens zwei Becken, eigentlich ja drei. Das hat eigentlich auch nur zu zwei gereicht, weil die Vorderseite ist kein extra Layout geworden. Aber also ist ja eh eine Frage, machst du halt eine definierte Rückseite? Weil du hättest ja auch theoretisch sagen können, du machst es umlaufen, so mit Zeug nur in der Mitte, ne? Aber du hast dich jetzt entschieden, dass quasi hier da definitiv hinten ist. Genau, also das war tatsächlich Auftraggeberwunsch. Okay. Also die Idee war, ich habe gefragt, was er gerne hätte. Und war es Moritz wichtig, weil er sozusagen relativ viele Exoten importiert hat, gerade hier sehr seltene Schwerpflanzen und Echinodorus-Dinge, deren Namen ich nicht mal kenne, von denen ich übrigens interessanterweise auch nicht abschätzen kann, wie groß sie werden. Manuel dann hat beraten. Aber die Idee war halt tatsächlich sozusagen, diese Pflanzen ins Spiel zu bringen, ihr nach hinten zu setzen, die können dann auch richtig hier im Sonnenlicht aus dem Becken wachsen, die werden ja vermutlich auch eine anberaumende Höhe bekommen. Ja, aber wenn die rausgehen und blühen, das sehen doch die auch geil aus. Das wiederum würde dann tatsächlich ziemlich gut aussehen. Ne? Mhm. Und dann hier vorne ist mehr relativ klassisches Holzlayout. Das ist meine Schokoladenseite, die ich finde. Mhm. Und habe auch gerade mit ganz vielen gesprochen, die finden die andere Seite besser. Da ist sozusagen natürlich mehr Vielfalt und da sind tatsächlich auch noch mal eine ganze Menge von Moritz Sortiment drin. Ja, ich guck mal gleich. Ihr seht auf jeden Fall gleich mal alle Seiten. Und also deswegen 2 in 1. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, das finde ich auch immer eigentlich ganz
sympathisch bei dir, du bist nicht zufrieden. Ja, aber das ist ja jetzt ein persönliches Genörgel, ne? Natürlich. Normalerweise arbeite ich an sowas wochenlang, ja, und schubse Steine und mache und wähle Pflanzen ganz bewusst aus. Und jetzt war es tatsächlich ja anders. Ja. Ein bisschen muss man natürlich mit dem arbeiten, was man kriegt und das, was sozusagen auch gewünscht ist. Das hat natürlich super Spaß gemacht. Da sind wir sozusagen beim letzten Gespräch, haben wir uns mal darüber unterhalten, Sachen machen, die man noch nicht kann. Heute war wieder mal eine Sache, die ich nicht kann. Ich bin aber noch nicht fertig mit, da kann man noch mehr machen in der Größe. aber das war die Herausforderung. Ja, jetzt mal eine persönliche Frage, die mich interessiert. Was ist denn das größte Becken, was du für dich selber mal gemacht hast? 80 Zentimeter. 80 Zentimeter, ja, okay, ja, gut, immerhin. Hm? Das klassische Gesellschaftsbecken, ja. Eheim Starter Set. War also auch eins der ersten. Das war eins der ersten. Ja. Eins der frustrierendsten natürlich. Ist auch schon ganz furchtbar lange her. Nichts wuchs. Ganz schlimme Beleuchtung. Den Fischen ging es fantastisch. Mhm. Den Pflanzen überhaupt nicht. Ja, aber das war das Größte. Ja. Bin dann immer kleiner geworden. Und das ist bis heute so. Ja, interessant. Ich bin sehr gespannt, wie sich das hier entwickelt. Das waren jetzt auch überhaupt nicht alle Becken, die ich euch hier zeigen konnte. Ich hatte einfach gar nicht die Chance, jetzt wirklich mit allen zu reden. Einige mussten dann auch schon früher wieder gehen. Ich war ja auch derjenige mit dem letzten Becken, deshalb einige Becken jetzt eben nur so im Schnelldurchlauf in Anführungszeichen. Ich finde es geil, dass hier jetzt an einem Tag so viele Becken gleichzeitig entstanden sind. Ich hoffe sehr, dass Moritz es hinkriegt, die alle zu pflegen. Denn er hat ja jetzt erstmal eine ordentliche Aufgabe, weil die auch echt alle anders sind. Also da muss man schon gucken, dass das so einigermaßen gut passt. Aber ich vertraue Moritz da völlig. Und viele kommen auch tatsächlich hier aus der Umgebung und können deshalb dann vielleicht auch ab und zu selber nochmal vorbeikommen und nach ihrem Becken schauen. Ich werde es auf jeden Fall machen, das heißt, ein Update von meinem Becken werdet ihr irgendwann nochmal wirklich als separates Video hier von mir bekommen und dann hoffe ich mal, dass ihr das Ganze schön entwickelt, vor allem mit den blauen Garnelen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Moritz darf das Video heute beenden. Jo. Wie war der Tag und vor allem, wie waren die letzten paar Tage hier vor? Letzten paar Tage, also vor heute, beziehungsweise bis jetzt so gerade eben, unheimlich stressig. Also wir waren wirklich noch von letzte Woche Freitag, wo wir von Friedrichshafen zurückgekommen sind, bis sage und schreibe gestern Abend, ich glaube um 2 Uhr habe ich Feierabend gemacht. Heute Morgen um 7 Uhr habe ich wieder angefangen, so ungefähr, waren wir jeden Tag hier im Laden. Ja, wir sind um 12 Uhr haben wir geöffnet, um 13 Uhr ungefähr waren wir fertig. Also die ersten Kunden waren wirklich im Chaos reingekommen, wo wir noch überall Kisten ausgeräumt haben, Ware aufgehangen haben. Es war echt knapp, aber es war ein sehr, sehr geiler Tag. Also wir haben uns direkt nachdem das Chaos beseitigt war um 13 Uhr, wir haben uns, voll Kunden waren wir eigentlich, waren immer Leute da, die sich informiert haben, die vorbeigekommen sind, was uns natürlich unheimlich stolz gemacht hat, dass es diese Resonanz gab, wo wir uns am Vorfeld halt unheimlich Sorgen gemacht haben. So ist richtig. Ja, aber also, ne, also ich dachte auch, als wir reinkommen sind, es war schon gut voll, auf jeden Fall. Vor allem jetzt aber natürlich auch die Frage, bist du mit allen Aquarien zufrieden? Ja. Hier stehen? Ja. Um die du dich jetzt kümmern darfst? Ja, also ich habe hier jetzt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquarien. Ja, nur von 0 auf 7. Und ein Terra 30, um das ich mich die nächsten Wochen kümmern darf. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das schaffe, dass sie auch vernünftig wachsen. Wir haben natürlich noch sehr viel zu tun. Technik, ich sage mal, Lampen sind überall drauf, aber halt. Ja, CO2 muss überall noch angeschlossen werden, die Düngung und so muss jetzt erstmal in jedem Becken geguckt werden, wie es losgeht und wie wir es auch machen. Ja. Also es wird auf jeden Fall noch einiges zu tun geben, auch jetzt nach heute Nacht, morgen geht's weiter und dann. Ja. Was war denn jetzt quasi gestern Abend, was war denn das Letzte, was du noch fertig gemacht hast, was jetzt sozusagen heute als allerletztes fertig geworden ist? Das Letzte, was ich gestern Nacht fertig gemacht habe, war, dass ich die Solid Light Bars
von zu Hause in Kartons gepackt habe, damit die Solid Light Bars heute auch hier im Laden halt hängen. Okay, wir stehen ja quasi direkt davor. Ja, ja. Das war das Letzte, was ich gemacht habe und das war auch das Letzte, was heute Morgen fertig gemacht worden ist. Ja, du hast es vorhin im Livestream immer schon mal gesagt mit den Öffnungszeiten. Willst du dir auch noch mal Öffnungszeiten, also momentan ist es halt so, dass meine Freundin und ich beide noch Vollzeit berufstätig sind, immer noch. Deswegen haben wir halt die erste Zeit jetzt relativ eingeschränkte Öffnungszeiten, aber wir werden dienstags, donnerstags und freitags ab 17 Uhr für euch da sein. Mhm. Dann bis 19 Uhr, wenn wir keine Kunden um 19 Uhr haben, machen wir dicht. Ansonsten, wenn Kunden da sein, sind wir bis 20 Uhr hier. Und Samstag sind wir auch natürlich für euch da, circa so 12, 13 Uhr rum und dann eben bis 18 Uhr wahrscheinlich. Alles klar, perfekt. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Dankeschön.